Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um zwei Prinzipien, die wir zuordnen müssen, den GOB, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Und damit sind wir im Prinzip bei der Bilanzierung, bei der Erstellung des Jahresabschlusses. Und dabei muss man diese GOB-Prinzipien beachten. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, die zu einem guten Teil auch im Gesetz, im Handelsgesetzbuch stehen, und zwar in § 252. Und was immer wieder Stoff liefert für Prüfungen, sind diese beiden Prinzipien, Realisations- und Imperitätsprinzip, und das ist das Thema dieses Videos. Wir sehen sofort, der Unterschied liegt im ersten Teil des Wortes. Der zweite Teil des Wortes ist in beiden Fällen gleich, Prinzip, Prinzip. Also, was ist der Unterschied zwischen Realisation und Imparität? Im Prinzip ist die Begrifflichkeit nicht ganz sauber, denn Imparität heißt nichts weiter als Ungleichheit. Das heißt, es ist das Ungleichheitsprinzip. Und das Realisationsprinzip ist das Prinzip, wann man was ausweisen darf als Gewinn. Und die beiden Prinzipien muss man jetzt zusammenbringen. Also Realisation ist der Ausweis im Prinzip. Der Ausweis, wann muss ich es zeigen? Wann muss ich in meiner Dokumentation, im Prinzip in meinem Jahresabschluss zeigen? Das heißt Ausweis, ausweisen, dass ich Gewinne oder Verluste habe. Das sind die Fragen, die durch diese beiden Prinzipien geklärt werden. Und am besten ist, man rollt das Ganze von hinten auf und fängt an mit dem Imparitätsprinzip, das Ungleichheitsprinzip. Ungleichheitsprinzip, wo ist die Ungleichheit? Die Ungleichheit besteht darin, Gewinne werden anders behandelt als Verluste. Das ist die Ungleichheit. Und das Prinzip, das Imparitätsprinzip, verlangt das ausdrücklich. Verlangt, Gewinne anders zu behandeln als Verluste, und zwar unrealisierte. Unrealisierte Gewinne sollen anders behandelt werden als unrealisierte Verluste. Was ist das? Das sind im Prinzip Wertsteigerungen oder Wertverluste. Wertsteigerung im Gewinnfall und Wertverluste im Verlustfall, Wertreduzierungen im Verlustfall, die noch nicht durch den Markt bestätigt sind. Unrealisierte Gewinne bzw. Verluste heißt noch nicht am Markt bestätigt. Das heißt, der Umsatzakt ist noch nicht erfolgt. Der Preis für etwas ist zwar gestiegen oder gesunken, aber es kam noch nicht zum Schwur sozusagen. Das Geld ist noch nicht geflossen. Der Umsatzakt hat noch nicht stattgefunden. Schauen wir uns mal zwei Beispiele an. Ein unrealisierter Gewinn. Das klassische Beispiel ist die Wertsteigerung von Immobilien. Wertsteigerung von Immobilien sind sehr oft passiert in den letzten Jahren, dadurch, dass die Bevölkerungsdichte in manchen Gegenden zugenommen hat. Anderswo hat sie allerdings auch abgenommen. Da sind auch Immobilien im Preis stark gesunken. Aber nehmen wir mal an, eine Immobilie, die vor vielen, vielen, vielen Jahren gekauft wurde, vielleicht noch zu einer anderen Währung. Und dann entstand dort ein Ballungsgebiet, ein Siedlungszentrum, Geschäfte zogen dahin, Schulen und. Und Sie wissen alle, der entscheidende Preisfaktor für eine Immobilie ist die Lage. Die Lage, die Lage, die Lage. So, jetzt ist also die Immobilie plötzlich in einer sehr guten Lage. Aber vor 100 Jahren, als die Immobilie gekauft wurde, da hat da noch keiner dran gedacht. Jetzt ist die Immobilie im Wert stark gestiegen. Aber diese Wertsteigerung ist unrealisiert.
Die Immobilie ist nicht verkauft. Sie steht da von mir aus mit umgerechnet, sagen wir 20.000 Euro. Verkaufte man sie heute, würde sie vielleicht 200.000 Euro leicht erzielen am Markt. Also ein Vielfaches, ein Zehnfaches in dem Fall. Aber genau das ist noch nicht passiert. Also handelt es sich um einen unrealisierten Gewinn, ein Gewinn, der noch nicht durch einen Marktakt bestätigt ist. Und das Imparitätsprinzip sagt, beziehungsweise die Kombination von beiden Prinzipien sagt, unrealisierte Gewinne darfst du nicht ausweisen. Ja, darf nicht. Und unrealisierte Verluste muss oder müssen. Muss man hier vielleicht schreiben, dürfen nicht. Unrealisierte Gewinne dürfen nicht ausgewiesen werden und unrealisierte Verluste müssen ausgewiesen werden. Die Tatsache also, dass die Immobilie das Zehnfache heute wert ist, selbst wenn es darüber überhaupt keine Zweifel gibt, darfst du es nicht schreiben in deine Bilanz, denn es ist noch nicht durch einen Marktakt, durch einen Umsatzakt bestätigt. Schauen wir uns ein Beispiel an für einen unrealisierten Verlust. Nehmen wir an, wir haben Werte auf dem Lager. Wir haben dort viele, viele Paletten gekauft von, sagen wir, Joghurts. Und dadurch, dass jemand das Kühlhaus falsch programmiert hat, die Temperatur falsch eingestellt hat, sind diese Joghurts alle verdorben. Palettenweise. Palettenweise Joghurts, die am Markt einen bestimmten Preis erzielen sollten, sagen wir der Einfachheit halber 1 Euro pro Joghurt, können wir jetzt praktisch nur noch wegwerfen. Das ist ein Verlust, der noch nicht am Markt bestätigt ist und den müssen wir ausweisen. Wir müssen also in dem Fall eine Sonderabschreibung vornehmen im Umlaufvermögen für unsere Warenbestände, in dem Fall an Joghurts. Also, Realisationsprinzip sagt, Gewinne ausweisen, wenn realisiert. Kommen wir zum Realisationsprinzip, das den Ausweis von Gewinnen regelt, und zwar Ausweis von Gewinnen, wenn realisiert. Gewinne dürfen erst dann ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind. Wenn sie unrealisiert sind, werden sie anders behandelt als unrealisierte Verluste, denn diese müssen ausgewiesen werden. Also Gewinne darfst du erst ausweisen, wenn sie realisiert sind. Ja, die nächste Frage, die sich hier anschließt, was ist denn realisiert? Fragezeichen. Und da gibt es drei Sichtweisen. Die erste Sichtweise ist Vertragsabschluss. Der Vertrag ist abgeschlossen, die Unterschriften sind auf dem Vertrag, beziehungsweise Verträge können ja auch mündlich abgeschlossen worden. Das heißt, man hat Einigung erzielt. Ja, die Summe ist für mich okay, ich möchte das haben. Und der andere sagt, ja, ich kann dir das liefern und tue es auch gerne, denn ich verkaufe das. So, das zweite ist L&L, Lieferung und Leistung. Und das dritte ist ganz am Schluss bei Geldeingang. So, wann darf man jetzt den Gewinn ausweisen? Und hier kann man lange drüber streiten. Und die Denkschule, aus der ich komme, sagt, du darfst es tun bei Lieferung und Leistung. Wenn also Lieferung und Leistung erfolgt ist, das ist verbunden mit dem Schreiben der Rechnung. Ja, also Lieferung und Leistung praktisch plus Rechnung. Ich quetsche das nochmal hier rein. Lieferung und Leistung plus Rechnung, also praktisch dann, wenn die Rechnung geschrieben wird, das verbindet man in der Praxis ausnahmslos mit dem Zeitpunkt der Lieferung und Leistung. Die Rechnung wird dann auch dem zu liefernden Gegenstand beigefügt. Dann darfst du das verbuchen. Dann darfst du den Gewinn, den du mit dem Verkauf dieser Ware gemacht hast,
darfst du verbuchen. Es ist allerdings eine Frage der Sichtweise und der Denkschule, aus der man kommt. Ja, ich habe erlebt, als ich Vorstand noch der Dr. Ebert Akademie AG war und wir diese Frage auch beantworten mussten, dass Wettbewerber Seminarverträge schon eingebucht haben in ihren Jahresabschluss, als wirklich nur der Vertrag abgeschlossen war. Es war noch nichts geleistet worden. Die Seminare hatten noch nicht gestartet. Das waren also Leute, die hatten sich entschlossen, sich anzumelden, aber die Seminare, zumindest teilweise, hatten noch gar nicht gestartet. Das heißt, Leistung war noch nicht erbracht. Nur der Vertrag war abgeschlossen. Und trotzdem haben Wettbewerber von mir das dann schon verbucht. Also das ist nichts Verbotenes. Ne? Es ist nur eine großzügigere Sichtweise, als wenn man hier konservativer rangeht und sagt, wir verbuchen das erst bei Lieferung und Leistung oder ganz extrem erst entsprechend, wenn die Leute zahlen. Manche zahlen sofort in einem Betrag, manche zahlen auch in Raten. Wir haben letztlich dann immer entsprechendes Geldeingangs gebucht. Das heißt, wir haben diesen Standpunkt hier vertreten, also sehr, sehr konservativ bilanziert. Und das ist etwas, was man wissen muss. Na, wenn man zum Beispiel Bilanzen von zwei Weiterbildungsanbietern auf diesem Markt vergleicht, dass der eine schon einbucht bei Vertragsabschluss und der andere erst, wenn das Geld wirklich eingegangen ist. Noch nicht mal, wenn die Leistung erbracht ist, sondern wenn das Geld eingegangen ist. Ja, unterschiedliche Sichtweisen, die man hier vertreten kann. Okay, das soll genügen zu diesem Thema. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.